Das ist unser Minus 4. Wenn es mal wenig Trauben gibt und alles schlecht aussieht, muss man das Beste daraus machen. Und die Geschichte, die erzählen wir euch jetzt. Schön, seid ihr wieder dabei. Heute erzählen wir euch die Geschichte von Minus 4, von diesem Wein. Die Geschichte, die beginnt natürlich bei uns im Rebberg. Und was es mit dem Minus 4 auf sich hat, das erzählen wir euch in diesem Vlog. Also man sieht hier, der Frost hat hier schon zugeschlagen. Es ist zum Glück nicht viel. Wenn es mal Frost gibt, wenn es mal eine schlechte Saison ist von der Menge vor den Trauben, dann muss man einfach etwas Gutes machen. Und der Minus 4, das ist so ein Wein. Schön, ein Sofa mitten im Rebberg. Herrlich, herrlich. Ja, das sind schon traurige Bilder, die wir gesehen haben. Wenn der Frost zuschlägt und die jungen Triebe erfrieren, das ist gar nicht schön. Aber das gibt's, das ist Natur, das ist halt so. Und es ist zum Glück nicht so viel, also von dem her, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Und in 2016, das war auch so ein Jahr, das ist der 16. Jahrgang, minus 4. Das ist die Temperatur, die wir hatten, minus 4 am Morgen, am Boden. Und das ist der Grund, warum der Wein minus 4 ist. Genau. Wir hatten damals Frost und auch Mehltau hatten wir Mühe. Ja, es war ein schwieriges Jahr. Ein schwieriges Jahr. Und es hat halt für den einen, für den Borik hat es nicht gereicht von der Menge. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, dann machen wir eben aus diesem 16er Jahrgang den Minus 4. Ja, nicht den Kopf in den Sand stecken, einfach was Neues machen. Und trotzdem mit wenig Vollgas und dann kommt etwas so ein feiner, feines, toller Wein. Also, dann öffnen wir und probieren mal den Wein. Also eine schöne Frucht. Ja. Das Pfeffrige ist hier. Mhm. Es ist ein richtig toller Wein geworden. Also 2016 war ein schwieriges, also für mich als Winzer war ein schwieriges Jahr. Es ist auch so ein Spatzünderjahr. Der braucht einfach ein bisschen mehr Zeit, der 16er, bis er einen schönen Trinkreife hat. Und die hat er jetzt richtig schön erreicht. Ein wunderbarer, feiner Tropfen. Was hast du jetzt bei diesem Wein anders gemacht oder speziell gemacht? Ja, das, es hatte ja viel weniger Trauben, also richtig wenig. Und das merkt man auch am Gehalt an der Beere. Weniger Trauben ist immer ein bisschen mehr Frucht. Und da haben wir gesagt, wir machen noch ein bisschen mehr. Wir haben richtig viel getrocknet. In unserem Trocknungsraum haben wir viel getrocknet. Viel Saftabzug gemacht, die Sinne gemacht und hat so also die schöne dunkle Farbe. Mhm. Also wir haben richtig viel daran gearbeitet für ein cooles, tolles Produkt. Es hat leider nicht so viele Flaschen. Ja, das ist so. Aber dafür ist der Wein umso besser. Wie lange war der jetzt im Holzfass? Ja, der war auch ein Jahr und 4 Monate ist er ein neues Fass und 2 gebrauchte Fässer. Also gebraucht, noch junge gebraucht. Ja, also einmal, zweimal gebraucht. Ja. Das ist nicht zu viel Holz, aber es passt richtig, richtig toll. Die Etikette finde ich natürlich auch mega toll. Wir haben ja normalerweise das S auf der Etikette und haben wirklich gesagt, hey, der Minus 4, den muss man von Weitem schon sehen. Das ist ein Unikat. Das ist eine Geschichte, Minus 4. Da fragen die Leute immer, was bedeutet das? Und dann ist es wichtig, wenn ein Wein eine Geschichte hat. Dann
ah, die haben so die schönen Momente und man hat noch was zu erzählen und man erfährt was. Und ja, genau. Ja, das ist einfach so ein Wein mit Geschichte. Und ich finde das immer toll, wenn man den Kunden, den Gästen kann erklären, die Geschichten erzählen. Da hat man viel einen anderen Bezug dazu. Zu dem Wein und zu dem Weingut. Also ich finde das etwas sehr, sehr Schönes. Ja, man ist ja als Familie, als Familie steht man hinter dem Wein. Es sind wir zwei und alle, die mitwirken am Wein machen. Ja, es ist ein kleiner Familienbetrieb. Das ist auch das Schöne, das gefällt uns. Es ist halt mit Herzblut zum Wein. Wir leben für den Wein. Genau. Das ist unser Leben. Unsere Philosophie. Unsere Philosophie. Hast du ganz schön gesagt. Ja. Das ist unser Minus 4 und das war die Geschichte, wie unser Wein entstanden ist. Wenn auch ihr mal probieren wollt, kommt vorbei. Wir sind am Samstag von 10 bis 14 Uhr, haben wir Degustation und Weinverkauf. Ansonsten könnt ihr gerne im Online-Shop bestellen. So, zum Wohl. Zum Wohl. Also. Fertig geschwafelt, es gibt noch viel zu tun. Wir hoffen, unser Vlog hat euch gefallen. Schaut weiterhin zu, wenn wir etwas posten. Und Daumen nach oben, gut. Abonnieren. Tschüss.